Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns in seinen Schutz nimmt, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Geschätzte Gläubige, wir sind eingetreten in die Passionswoche, gestern Passionssonntag. Das heißt, eine Woche, in der wir uns Zeit nehmen, deutlicher hinzuschauen auf das Erlösungswirken Jesu, auf das Erlösungsleiden. Er ist mutig allem Bösen entgegengestanden und er hat uns gezeigt, dass wir nichts zu fürchten haben im Schutz Gottes, nur die Sünde. Und da wollen wir bekennen und da wollen wir ihn um Hilfe bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. Gib uns Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen und in der neuen Wirklichkeit zu leben, damit einst die Herrlichkeit deines Reiches an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Buch der Könige. Das Kind, der schon im Mittleren, ging eines Tages zu seinem Vater hinaus, zu den Schnittern. Dort klagte es ihm: Mein Kopf, mein Kopf! Der Vater befahl seinem Knecht: Trag das Kind heim zu seiner Mutter. Der Knecht nahm es und brachte es zu ihr. Es saß noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Sie stieg nun in das obere Gemach hinauf, legte das Kind auf das Bett des Gottesmannes Elisha und schloss die Tür hinter ihm ab. Als Elisha in das Haus kam, lag das Kind tot auf seinem Bett. Er ging in das Gemach, schloss die Tür hinter sich und dem Kind und betete zum Herrn. Dann trat er an das Bett und warf sich über das Kind. Er legte seinen Mund auf dessen Mund, seine Augen auf dessen Augen, seine Hände auf dessen Hände. Als er sich über das Kind hinstreckte, kam Wärme in dessen Leib. Dann stand er auf, ging im Haus einmal hin und her, trat wieder an das Bett und warf sich über das Kind. Dann nistete es siebenmal und öffnete die Augen. Nun rief Elisha seinen Diener Gehasi und befahl ihm, die junge Mütterin zu rufen. Er rief sie, und als sie kam, sagte der Gottesmann zu ihr: Nimm denn deinen Sohn. Sie trat hinzu, fiel Elisha zu Füßen und verneigte sich bis zur Erde. Dann nahm sie ihren Sohn und ging hinaus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ist das Gottes Haus?
dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wie tritt Jesus dem Bösen entgegen? Heute sehen wir es in doppelter Weise. Zum einen das Böse, das die Pharisäer im Sinn haben. Sie wollen nämlich ihm eine Falle stellen. Sie wollen ihn quasi zeigen als den, der sich nicht an die Gebote hält, oder aber ihm vorwerfen können, dass er grausam umgeht mit dieser Frau. Jesus lenkt den Blick auf den Boden, schreibt den Boden. Wir erinnern uns an das gestrige Evangelium, wo er auch so ungewöhnlich reagiert hat auf die Frage: Wir wollen Jesus sehen. Geantwortet: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Das ist ein Hinweis: Nur wenn es uns gelingt, unserem Egoismus zu sterben und selber loszulassen, dann kriegen wir den Blick frei auf Jesus und auf seine Art und auf seine Botschaft, auf sein Angebot. Also, das ist das Erste, dass er dann antworten kann: Meine Antwort ist, der ohne Sünde ist, der vollziehe das Gericht. Und er zeigt es dann, wie das Gericht vollzogen wird von einem, der ohne Sünde ist.
Er wendet sich der Frau zu in ihrem Unrecht, auch sie hat etwas Schlechtes getan, aber er wendet sich ihr zu und sagt, ich verurteile dich nicht. Aus Liebe zu dir, in meiner Barmherzigkeit, gebe ich dir eine neue Chance. Jetzt geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Die Kranke, die den Arzt der Seele erlebt. Wir wollen uns diese Haltung zu eigen machen, die uns Jesus vorgelebt hat. Auch wir wollen niemand verurteilen, sondern immer wieder ermuntern, dass er ohne Sünde weiterlebt. Und wir wollen uns selbst und unseren Vorstellungen absterben, damit wir wirklich einen klaren Blick haben für den Weg Jesu, auf dem er uns mitnehmen möchte. Ein Weg, der Heil und Leben bringt in unsere Beziehungen, in unsere Welt. Nehmen wir uns das heute mit. Lasst uns den anderen nicht verurteilen, sondern ihm ermuntern, ohne Sünde zu leben. Das können wir auch bei uns selber tun. Amen. Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit unseres Gottes, der uns in seiner Güte stets Vergebung schenkt, wenden wir uns an ihn und bitten. Für die Mächtigen der Erde, dass sie aller Ungerechtigkeit abschwören und ihre Macht nicht missbrauchen. Herr und Gott, erbarme dich. Herr und Gott, erbarme dich. Für die getrennten Kirchen, dass sie die gegenseitigen Spannungen überwinden und die Missverständnisse ausräumen. Herr und Gott, erbarme dich. Für die Eheleute, dass sie sich immer wieder verzeihen und miteinander im Gespräch bleiben. Herr und Gott, erbarme dich. Für uns selber, dass wir im Sakrament der Versöhnung vergessen, was hinter uns liegt und einen neuen Anfang wagen. Herr und Gott, erbarme dich. Und auch die heutige Messintention mit einschließen. Josef und Maria Bindreiter für verstorbene Nachbarin Anna Fieböck. Herr und Gott, erbarme dich. Herr Jesus Christus, deine Liebe und Güte zu uns ist größer als unser Versagen und unsere Schuld. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns in Stille unser Leben auf den Altar legen. Alles, was der Heilung und Wandlung bedarf. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, gebe uns dieser Kelch Anteil an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Schaff meine Schuld und meinen Sünden mach mich rein. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle.
wir bringen die Gaben für die Feier des heiligen Opfers. Nimm auch die Frucht unserer Entsagung an und lass uns in der Freude eines geläuterten Herzens an deinen Altar treten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes
und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Geh, sündige nicht mehr.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch die Gnade des Heiligen Sakramentes gestärkt. Befreie uns von unseren falschen Neigungen, damit wir auf dem Weg der Nachfolge Christi dir immer näher kommen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Ich danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Fangen wir seinen Segen, damit wir wie er gegen alles Böse das Gute tun. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.